Hallo und herzlich willkommen hier im LS19 Nordfriesische Marsch vierfach zu einer weiteren Runde Autodrive Tutorial. Ja, wir hatten ja gestern schon mal ein neues Tutorial hochgeladen zu den Kurseditor, der mit ins Spiel gekommen ist. Gestern, also am Sonntag, gab es noch zwei weitere Updates bei Autodrive, bei der Beta-Version wohlgemerkt. Ich habe jetzt hier die Version -13. Der Kurseditor ist ja mit der -11 ins Spiel gekommen. Ja, was bringt die -13 noch ins Spiel? Die bringt die Funktion mit ins Spiel, dass wir unsere Hotspots anklicken können auf der Karte. Wir müssen natürlich, um das nutzen zu können, erstmal der Grundeinstellung von Autodrive noch was ändern, somit dass wir auch unsere Hotspots, also unsere Abladepunkte auf der Karte angezeigt kriegen. Denn wenn wir sie nicht angezeigt kriegen, können wir sie nicht anklicken, ist ja wohl klar. Wir nehmen erstmal ja kurz den Treasure raus, damit der Abfahrer ja fort kann. Den können wir erstmal hier kurz wegnehmen. Dann machen wir hier den Abfahrer mal Platz. Da kann der nämlich ja abfahren. So, wir brauchen natürlich dann hier das Schneidwerk, das müssen wir anhängen. Ja, was bringt uns die neue Funktion? Wie gesagt, wir müssen erstmal noch was einstellen. Das machen wir auch gleich hier. Und zwar mit Steuerung, also linke Steuerungstaste, linke Alt-Taste und 0 dürfte eigentlich jedem bekannt sein. Komme ich in die Einstellung von Autodrive rein. Wie gesagt, ich muss mir einmal meine Ziele hier unten auf der Karte anzeigen lassen. Das muss auf Ja stehen. Ist selbsterklärend, dass dann die Ziele eben angezeigt werden. Also Ziele, sprich die Abladepunkte, die Hotspots, die ich gesetzt habe. Was weiß ich, Abfahrerfeld 17 und so weiter. Und ich muss natürlich einschalten, dass diese Ziele anwählbar sind. Das muss ich auch auf Ja stellen. Als Erläuterung, Ziele als Ziel, schräger Abfahrpunkt übernehmen, wenn auf Karte geklickt. Wir können hier wieder zurückgehen, bei mir steht das beides auf Ja. Was heißt das? Wenn wir jetzt rechts gucken, in unserem Autodrive-Fenster, hier rechts steht jetzt drinne Feld 17. Er musste ja den Abfahrer von Feld 17 rufen, der Drescher, deshalb steht dort Feld 17 drin. Wir haben jetzt hier Soja entsprechend gedroschen und müssen eigentlich jetzt zum nächsten Feld, wo noch Soja wächst. Wir sagen, wir wollen erstmal hier weiter Soja ernten. Wenn wir jetzt über die Karte gucken, sehen wir ja zum Beispiel Feld 47 ist ebenfalls Soja, ist ebenfalls erntereif. Ne? Das ist ja Grundvoraussetzung, das könnte man ja gar nicht dreschen. Wie gesagt, in unserem Drescher, wenn wir jetzt hier nochmal gucken, steht rechts Feld 17 drin. Und wenn wir jetzt ganz einfach hergehen, hier oben von unserem Feld 47, ist ja das der Abfahrpunkt. Wenn ich diesen jetzt einfach mit der linken Maustaste anklicke und gehe hier aus meinem Kartenübersicht wieder raus, steht im Autodrive-Fenster Feld 47 Abfahrer. Stelle meinen Drescher ein, er fährt dorthin. Das funktioniert tadellos, also keine schlechte Sache. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit praktisch im Autodrive-Fenster, habe hier einmal oben meinen Zielpunkt und unten meinen Abladepunkt. Wenn wir jetzt uns den Trecker mal schnappen, wo ist er hin? Ich denke mal, das hier ist er, war noch nicht abladen. Genau, das ist unser Abfahrer hier von Feld 17. Den brauchen wir ja dann natürlich ebenfalls an Feld 47. Momentan fährt er hier das Soja zum Hofsilo. So, nehmen wir mal ganz einfach raus. Laden mal schnell hier das Soja aus. Da ist schon wieder ein anderer Drescher voll. Aber ich denke mal, da kümmert sich einer von denen da vorne drum, der da fortfährt. So, und zwar, wenn wir jetzt hergehen würden, wie zum Beispiel jetzt hier unseren Abfahrer, wenn ich jetzt Feld 47 einstellen wollte, meine, das kennt jeder, ich denke mal, weiß jeder, auf der Marsch sind 66 Felder, also die Liste ist schon ein bisschen länger. Wenn ich dann noch viele Produktionen angebunden habe und wenn ich dann jede Menge Ordner auf habe, so wie ich hier, dann ist, ja, dann braucht es etwas Zeit, immer da überall durchzuscrollen. Was könnte ich noch machen? Ich könnte genauso bei denjenigen, der jetzt hier als Drescher-Abfahrer oder selbst auch im Modus abholen und abliefern, würde es genauso funktionieren. Ich stelle mit der linken Maustaste
wenn ich auf meiner Karte den Hotspot anklicke, die oberste Zeile ein. Er soll ja jetzt hier von Feld 47 der Abfahrer werden. Also klicke ich hier drauf mit der linken Maustaste. So, und dann sage ich zum Beispiel, er soll jetzt mein Soja in die Ölmühle bringen. Die steht bei mir hier oben an Feld 44. Das ist hier der Abladepunkt. Den klicke ich jetzt mit der rechten Maustaste an. Und theoretisch, wenn alles funktioniert, steht jetzt bei mir drin, wenn man es hier drüben sieht, in mein Auto-3-Fenster, so rum sieht man es vielleicht besser, Feld 47 Abfahrer und er lädt es aus an der Ölmühle. Keine schlechte Sache. Ich muss nicht zwingend die Strecken so einstellen, aber um jetzt schnell einen Trecker irgendwo hinzuschicken, wie gesagt, einen Feldabfahrpunkt oder den Drescher irgendwo hinzuschicken, der ist übrigens angekommen, also wir müssten ihn dann noch losschicken, also alleine fängt er noch nicht an zu dreschen, also das kann Autodrive noch nicht, aber bis hin kommt er schon sehr gut. Ne? Also wie gesagt, das ist, ja, ich kann so meinen Kurs einstellen, was auch so ein bisschen, wo es teilweise schwierig werden kann oder wo es mir schwer gefallen ist, den Punkt zu treffen. Bei denjenigen, wo es so aussieht hier wie bei mir am Hof, ja, wenn wir mal gucken, ich weiß zum Beispiel, dass das hier jede Menge Parkplätze sind, das sind jede Menge Produktionen. Hier irgendwo ist auch unter der schwarzen Markierung ist natürlich auch mein Hotspot vom Hofsilo. Ja, hier wird es schwierig, was anzuklicken mit der rechten Maustaste, selbst mit der linken Maustaste. Ob ich da das richtige Ziel treffe, das weiß ich nicht, aber ich sag mal, das liegt ja nun nicht an Autodrive. Das ist ganz einfach dem geschuldet, ja, der hier die Strecken eingefahren hat. Ne? Ja, aber wie gesagt, wenn ich so einzelne Abfahrpunkte auf Feldern anklicken will oder ich will einen gezielt zum Feld hinschicken, wenn ich vorher auf der Karte gucke, ist es dort erntereif, ist das das richtige Feld, wo ich hinfahren muss, speziell beim Drescher, ich sag mal, ist diese Funktion nicht schlecht, weil ich muss ja jetzt am Drescher, wenn wir hier nochmal unseren Drescher reinspringen, ich muss ja hier am Drescher nichts mehr einstellen. Der Abfahrer ist korrekt eingestellt, weil er hingefahren ist, also das ist schon so nicht verkehrt, ne? Selbst unser anderer Abfahrer wird jetzt auch herkommen. Nicht der Drescher ist nicht der Abfahrer, der Drescher ist ja unser Drescher, aber er muss ja oben Abfahrer eingestellt kriegen. Also ich finde es keine schlechte Sache. Ja, wie gesagt, ob man es jetzt dazu nutzen soll, um seine Routen einzustellen, weiß ich nicht. Ich müsste ja beim Abholen, Abliefern, müsste ich ja sowieso noch mein Ladegut einstellen, was ich laden will. Also das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich sag mal, wenn man das Ganze mit angeschaltet hat, mit aktiviert hat auf seiner Karte, dass man die Hotspots sieht, da mal schnell den Hotspot anzuklicken, hinzufahren, das ist schon so nicht verkehrt. Bevor ich mir den aus einer Liste raussuche, wie gesagt, irgendwann hat man, selbst wenn man mit Ordnern spielt, geht mir jedenfalls so, ich versuche immer wieder die Ordner zuzuklicken, damit die Liste nicht so lang wird. Das ist schon keine schlechte Variante. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Ich hoffe, diejenigen, die es nutzen wollen, die haben Spaß damit. Und ja, dann sage ich mal, vielleicht bis zum nächsten Autodrive-Tutorial. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und tschüss.